Als mein eigener Sohn schwer krank wurde und vor 10 Jahren gestorben ist, musste ich mich unwillkürlich mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Eigentlich wollte ich das gar nicht so gerne. Da habe ich wirklich so Ups and Downs auch gehabt, auch in der Folgezeit. Und dann habe ich angefangen, mich da mal intensiver mit zu beschäftigen. Mich mal zu fragen, was ist eigentlich mit deinem Glauben? Was ist eigentlich mit dem, wie du mit Tod umgehst? Wie finde ich, dass mein Sohn Christian, jetzt ist er im Himmel oder ne, kann der weiter irgendwie Teil unseres Lebens sein? Dann habe ich mir überlegt, dass ich gerne Trauerredner werden möchte. Und auch während dieser Ausbildung habe ich gespürt, dass das genau mein Ding ist. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir weggehen. Schön, dass er in dieser Stunde nicht allein war, sondern begleitet durch euch, durch seine Töchter Corinna und Heike. Wenn ich die Rede schreibe, die schreibe ich in der Regel immer abends, wo ich wirklich viel Zeit habe und Ruhe. Und das ist für mich die Grundvoraussetzung. Dann kann ich mich hineinfühlen in das, was die Angehörigen mir so erzählt haben, weil für mich im Vordergrund ja die Person steht. Und ich möchte die Feier ja so schön machen, wie die Angehörigen sich das wünschen. Und so ein bisschen denke ich auch immer, dass der Verstorbene aus irgendeiner Perspektive dabei ist und vielleicht ja auch das gut findet. Bis kurz vorher bin ich sehr nervös und dann kommt so dieses Gefühl, wo das abgeschaltet ist, wo ich dann auch ein Stück weit gut funktioniere. Und dann ist das weg, dann denke ich da auch nicht drüber nach und in der Regel läuft das dann auch ganz gut ab. Normalerweise kenne ich den Verstorbenen oder die Verstorbenen halt nicht. Da hilft es mir immer, wenn wir das Vorgespräch möglichst in den Räumen führen, wo der oder die Verstorbene gelebt hat. Da kann man viel riechen, da kann man viel fühlen, da kann ich sehen, was hat der oder diejenige gemacht. Und das hilft mir immer ganz stark und natürlich alles, was mir die Angehörigen erzählen. Und so wird nach und nach ein Bild daraus, für mich ein Bild daraus, dass ich dann ja auch wiedergebe. Und ich habe manchmal auch erfahren, dass manche Angehörige sagten, ich habe denen auch nochmal ein neues Bild geliefert, weil sie ihn so vielleicht gar nicht gesehen haben. Das Äußerliche war Jürgen auch wichtig. Sportlich interessierte er sich für Biathlon, aber vor allem fürs Boxen. Letztendlich erlebe ich, dass Menschen, auch ältere Menschen, die noch Mitglied in Kirchen sind, doch den Wunsch haben, so wie wir es heute auch erlebt haben, von einem freien Trauerredner verabschiedet zu werden. Der Punkt, den die sich dann wünschen, das ist, glaube ich, der große Unterschied, ist, dass es mehr um die Personen geht. Nicht so sehr um das Klerikale, um Gebete und irgendwelche Riten, die erfüllt werden müssen, sondern dass wir uns wirklich fokussieren können auf den Verstorbenen. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Wir wissen, dass wir alle irgendwann gehen müssen. Was anderes ist es natürlich, und das hatte ich tatsächlich auch gerade zu Beginn, wenn man kleine Kinder beerdigen muss. Das macht natürlich nochmal einen Unterschied, auch in mir persönlich. Und da muss ich natürlich nochmal ganz bewusst mit mir umgehen. Ich bin natürlich trotzdem Mensch, aber ich muss auch damit arbeiten, dass ich meine Emotionen zurückhalte. Wenn die mir direkt oder später sagen, das war sehr schön, Herr Becker, das war wunderschön, das haben wir uns nicht vorgestellt. Das ist das Schönste.